Dies ist die Nacht der Grabesstille nach dem Tod Jesu. In dieser Nacht sitzen Menschen vor den Trümmern ihrer Häuser. In dieser Nacht sitzen Menschen vor den Trümmern ihres Lebens. In dieser Nacht trauert Gott um alles, was er geschaffen hat. In dieser Nacht liegt Gott in Christus bei den Toten und den Hoffnungslosen. Hört das Wort von der Schöpfung. Gott ruft aus dem Nichts ins Dasein. Aus dem ersten Buch Mose im ersten Kapitel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Hört die Worte vom Sterben Jesu. Und sie führten Jesus hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und es war die dritte Stunde. Über ihm stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zur neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus schrie laut und verschied. Hört das Osterevangelium. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle. Sie gingen hin, um den Leichnam Jesu zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabestür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas,
denn sie fürchteten sich sehr. Der Herr ist auferstanden. Halleluja! Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Lasst uns beten. Gott, wir sind verbunden, als Menschen mit Menschen, als Glaubende miteinander, als Glaubende und Menschen mit dir. Gott, an diesem Ostermorgen bitten wir dich für alle, die wir lieben. Wir denken an die, mit denen wir gerne Ostern verbringen würden. Wir denken an alle, die jetzt noch einsamer sind und die jetzt Angst haben. Wir denken an die Kranken und an die, die sich um sie kümmern. Wir denken an die Sterbenden und an die, die um einen Menschen trauern. Und was uns heute noch wichtig ist, bringen wir in der Stille vor dich. Wir beten zu dir in allem, was ist. Beten zu dir mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn, und Heiliger Geist. Amen. Leider können wir heute nicht miteinander frühstücken nach der Osternacht. Aber ich lade Sie und euch herzlich ein, zu Hause gemeinsam zu frühstücken und dann zu unseren Kirchen zu kommen und ein Osterlicht abzuholen und das an unserer großen Osterkerze vor den Türen zu entzünden. Fröhliche und gesegnete